In Berlin begrüße ich sehr herzlich Tabea Rösner. Sie ist Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Netzpolitik und Verbraucherschutz bei Bündnis 90 den Grünen. Frau Rösner, die obligatorische Frage heute Morgen natürlich auch an Sie. Haben Sie sich die App schon runtergeladen? Ja, guten Morgen erstmal. Ich habe das gestern Abend schon probiert, weil ursprünglich hieß es, man könne am Vorabend die App schon herunterladen. Das hatte nicht geklappt. Dann hatte ich heute Morgen Schwierigkeiten, weil das Internet, das mobile Internet in Berlin Aussetzer hatte. Ich glaube, das galt auch für andere Regionen. Und deshalb war das ein bisschen mühsam. Jetzt inzwischen habe ich sie runtergeladen und bin gespannt, wie sie funktioniert. Okay. Ihre Partei sagt aber, es braucht ein Begleitgesetz zur Corona-App, ein sogenanntes Tracing-App-Freiwilligengesetz. Was genau fordern Sie? Ja, erstens fordern nicht nur wir das, sondern auch inzwischen einige Institutionen, wie zum Beispiel Caritas-Verband, selbst der BDA, der Deutsche Gewerkschaftsbund und auch die Sachverständigen für Verbraucherfragen, die ja ein Beratungsgremium für das Justizministerium und damit für die Bundesregierung sind, fordern ein Gesetz, das begleitet, wie die App genau angewendet werden kann, beziehungsweise was verhindert werden muss. Und verhindert werden sollte auf jeden Fall, dass es Benachteiligungen gibt, wenn ich diese App eben nicht nutze. Und wir haben in der Vergangenheit viele Stimmen gehört, die Begehrlichkeiten geäußert haben. Es gab sogar die Vorstellung, man könne diese Daten dann mit Kreditkarten, Informationen und andere personenbezogene Daten kombinieren. Aber es gab vor allen Dingen auch viele besorgte Menschen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich zum Beispiel an den Datenschutzbeauftragten gewandt haben und gesagt haben, unser Arbeitgeber will das verpflichtend einführen. Es gibt da Anzeichen dafür. Und das hat natürlich mit einer Freiwilligkeit nichts zu tun. Deshalb haben wir gesagt, es muss ausgeschlossen werden, dass es eine Benachteiligung gibt für diejenigen, die diese App nicht nutzen, weil sonst hat man keine Freiwilligkeit, sonst ist es halt eine Nutzungspflicht durch die Hintertür. Und wir müssen ja auch immer berücksichtigen, dass es viele Menschen gibt, die diese App gar nicht nutzen können, weil sie entweder gar kein Smartphone haben. Das sind immerhin 16% der Bevölkerung. Aber es gibt eben auch Nutzer von älteren Geräten, die diese App gar nicht herunterladen können oder die zum Beispiel andere Betriebssysteme haben, die nicht von Google oder Apple unterstützt werden und damit auch diese App nicht nutzen können. Also es muss ein ganz klares Diskriminierungsverbot geben und dafür braucht es eine gesetzliche Regelung. Okay, und da sagt die Bundesregierung, dass dieses Diskriminierungsverbot gibt es, weil es eigentlich in der Freiwilligkeit liegt. Es gibt mehrere Stufen der Freiwilligkeit. Ein Arbeitgeber zum Beispiel darf nicht verlangen, dass man diese App runterlädt und auch ein Restaurant kann keinen Zutritt verwehren, wenn man diese App hat. Was sagen Sie zu der Position der Bundesregierung, Entschuldigung. Ja, das Argument, das hört man ja immer wieder, aber es gibt eben Rechtsunsicherheit und deshalb ist es wichtig, dort, und das hat ja auch mit der Akzeptanz, mit dem Vertrauen zu tun. Natürlich könnte theoretisch ein Unternehmen, ob das das Fitnesscenter ist, in die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowas hineinschreiben. Und wir fordern ganz klare Regelungen, dass das eben nicht passieren darf und dass es eben auch notfalls sanktioniert werden kann, wenn es dann rechtswidrig doch erfolgt. Okay, schauen wir mal weiter. Die App, die Frage nach der Schwachstelle der App. Also es ist eine dezentrale Datenspeicherung und da stellt sich natürlich die Frage, ist die App für Gesundheitsämter tatsächlich hilfreich, wenn Standortdaten nicht gespeichert werden dürfen und Ämter über die Kontakte eines Infizierten auch weiterhin eigentlich nicht zuverlässig informiert werden? Denn ob ich jetzt das Gesundheitsamt informiere, das ist ja freiwillig. Ja, das ist richtig. Deshalb zum Beispiel auch die gesetzliche Regelung, was ist eigentlich, wenn ich eine positive Meldung habe, dass ich Kontakt hatte, dass ich eine mögliche Risikobewertung habe, mich in Quarantäne begeben sollte. Zum Beispiel habe ich dann die Möglichkeit, krankgeschrieben zu werden, in Quarantäne zu gehen und auch eine Lohnfortzahlung zu bekommen.
was ist, wenn ich selbstständig bin beispielsweise? Die Selbstständigen haben ja durch die Corona-Krise schon viele Nachteile jetzt erlebt. Und deshalb ist es wichtig, dass dort auch Rechtssicherheit geschaffen wird. Aber natürlich appelliert diese App auch da an das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung. Und wenn ich die letzten Wochen und Monate betrachte, dann glaube ich, sind die meisten Menschen sehr verantwortungsbewusst damit umgegangen und wollten auch alles dafür tun, um die Pandemie einzugrenzen. Das hat mit dem Tragen der Maske zu tun und so weiter. Ich glaube, diese App kann ein Baustein sein. Sie ist nicht das Allheilmittel. Damit werden wir die Pandemie nicht komplett bekämpfen. Aber sie kann eben eine Hilfestellung sein für diejenigen, die sich auf dieses digitale Hilfsmittel dann auch verlassen. Ja, und einlassen vor allen Dingen. Und das sind momentan gar nicht so viele Menschen. Also rund nur jeder Zweite möchte sich diese App momentan runterladen. Und Sie haben es eben auch schon gesagt, sehr viele Menschen, vor allen Dingen ältere Menschen, die ja aber auch gerade zur Risikogruppe gehören, besitzen gar kein Smartphone. Haben die Menschen kein Vertrauen in die App oder kommt sie zu spät? Woran liegt das, der geringe Zuspruch in der Bevölkerung? Naja, wenn die Hälfte der Menschen sie runterladen, ist das schon mal ein großer Schritt. Man sagt ja so, 60% der Bevölkerung sollten die App haben, damit sie einen Effekt hat. Wir haben aber immer schon gesagt, naja, so eine Durchdringung einer App, es gibt eine einzige App, die 60% der Bevölkerung nutzen, das ist die WhatsApp. Also von daher, die Erwartungshaltung darf da nicht zu groß sein. Ich glaube aber, erstens ist einiges an Vertrauen verspielt worden, dass die Bundesregierung eben sehr lange eine falsche Richtung verfolgt hat, dass auch viele Begehrlichkeiten geäußert wurden, dass es viel Stimmigkeit gab, wenn aus den Reihen der Union beispielsweise verlautet wird, ja, dann kann man halt Zutritt zu Freibädern, zum Kino, zu anderen Sachen damit verbinden und die Lockerung deutlich mehr lockern, dann trägt das nicht zum Vertrauen dazu bei. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir erstens ein Gesetz haben, dass es eine Rechtssicherheit schafft, damit die Menschen auch tatsächlich dieses Vertrauen in diese Anwendung haben und dann möglichst viele auch diese App nutzen und herunterladen. Sagt die Sprecherin für Netzpolitik und Verbraucherschutz von Bündnis 90, den Grünen, Tabea Rösner. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.